Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade dabei, die letzten Plätzchen hier fertig zu machen. Ich habe das ganze Wochenende in der Küche gestanden. Es war einfach zu viel. Also ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich habe 7 verschiedene Sorten gemacht und habe gedacht, das ziehe ich jetzt mal richtig durch. Ich war praktisch nur in der Küche gestanden. Immer wieder sauber machen, wieder was benutzen. Wieder irgendwie was zur Seite räumen, wieder sauber machen, wieder was benutzen. Also irgendwie war es dann die ganze Zeit so. Ich war echt fertig. Jetzt sind es noch ein paar Plätzchen, die ich noch gerade fertig gemacht habe, beziehungsweise gerade dabei bin. Und das sind zum einen diese hier. Man erkennt es, glaube ich, gar nicht so gut. Das sind diese Doppeldecker mit Marmelade drin. Allerdings habe ich bei denen nicht lang genug gewartet. Also die waren schon wieder ausgekühlt, aber noch ganz, ganz kleines bisschen warm. Jetzt ist diese Marmelade hier dazwischen grenzwertig reingesunken. Also schmeckt trotzdem fruchtig, aber ja, hat nicht so viel Platz. Eigentlich macht man es auch anders, dass man eine größere Fläche hat, die ausgestochen ist beim zweiten und da dann Marmelade drin gefüllt ist. Aber ich quetsche auch manchmal einfach so drauf und der Teig war halt sehr weich. Das war also wirklich so ein extra Ding, wenn ich dann nur so einen Rand gehabt hätte, um es aufs Plätzchen zu machen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine, dieses obere Teil halt. Deswegen habe ich normale Sterne einfach genommen und hier ist alles voll. Alles voll mit Plätzchen. Ihr seht es gar nicht, das sind nochmal drei, ich glaube drei seht ihr nicht, Boxen mit auch noch verschiedenen Sachen. Oh, ich liebe das, ja. Ja, und eigentlich wären die ganzen Sachen auch für viele andere Leute gewesen, die ich nicht besuchen kann. Aber ich muss nebenbei aber was machen, also sonst komme ich wieder nicht dazu. Ich habe jetzt hier so Erdbeerkompott, das ist mega cool, dass es das hier gibt. Ich weiß gar nicht, wird es auch in Deutschland geben. Das habe ich mal so zufälligerweise gefunden. Ich wollte ja eigentlich mal eine Marmelade kaufen, dann habe ich gemerkt, oh, es gibt ja auch Kompott. Und da ist 90% einfach Frucht drin, also in dem Falle Erdbeeren und nur 10% Zucker. Das ist natürlich die super Alternative, muss ich sagen. Und es riecht halt original wie gesüßte Erdbeeren. Es schmeckt auch sehr, sehr süß. Es ist nur ein bisschen, tendenziell ein bisschen flüssiger. Ach nö, geht sogar. Ja, weil sie jetzt im Kühlschrank war. Gestern hatte ich die nicht im Kühlschrank. Genau, also ich muss nebenbei ein bisschen was machen. Und ja. Also, ich wäre normalerweise jetzt schon, wir haben es gerade Montag, in Deutschland. Bei der Familie von mir und auch von meinem Freund. Und ja, was ich sonst noch ergeben hätte. Was dann aber nicht so funktioniert, ne? Wir haben es dann Anfang letzter Woche mal uns, ja, näher damit auseinandergesetzt und beschäftigt mit dem Ganzen. Und dann haben wir rausgefunden, naja, das ist ja gar nicht so lustig mit der Quarantäne. Also, wir hätten mehr Quarantänezeit verbracht wie irgendetwas anderes. Und Quarantäne heißt ja wirklich, du darfst gar nichts machen. Gar nichts. Du bist in diesem Haus, in der Wohnung, jedenfalls da, wo du halt angegeben hast zu sein, bist du praktisch gefangen. Du darfst nicht in den Supermarkt, du darfst nicht spazieren gehen irgendwo und sei es in der Natur. Das ist alles untersagt. Das ist also ein Riesen-Act. Und für uns hätte das jetzt so ausgesehen aus Frankreich. Wir hätten rüber können ohne Test. Also theoretisch wäre das möglich gewesen, aber man muss, auch wenn man einen Test hat, ist gerade egal, man muss so eine Einreisegenehmigung ausfüllen und da muss man halt alle möglichen Daten angeben, unter anderem auch den Ort, den du dann selber auswählst, um in Quarantäne zu sein. So, und das ist dann schon mal schwierig, weil wir zwei Familien besucht hätten, einmal meine Familie und einmal seine. Das wäre schon mal nicht erlaubt gewesen. Ja, weil man hätte, die wohnen nicht im gleichen Haushalt, die wohnen sogar noch in zwei verschiedenen Bundesländern und das wäre nicht gegangen. Ich hätte keinen Stopp machen können auf dem Weg und erst meine Familie besuchen dürfen für ein paar Stunden, auch nur ein paar Stunden. Ich rede noch nicht mal von übernachten oder so. Also es geht wirklich, ich darf sie nicht sehen und dann hätten wir nicht weiter können zu seiner Familie oder umgekehrt oder wie auch immer. Und von Freunde und so weiter ganz zu schweigen. Und ja, da war halt schon das ganze Hin und Her, was ich schon als Planung alles rausgehauen habe, wer, wann, wie es am besten passt und so und wie lange man irgendwo bleibt und so und ja, alles für die Katz im Endeffekt, also da ging schon richtig viel Zeit drauf. Diese ganzen Plätzchen, die ich hier gemacht habe, waren eigentlich auch schon in fester Planung als so Mitbringsel, Geschenk für eben die Leute und deswegen, ja, war meine Begeisterung natürlich in Grenzen, als ich erfahren habe,
Beziehungsweise als wir beschlossen haben, dann, das bringt einfach nichts. Ja. Und dann heißt, man muss in die Quarantäne. Also Worst Case wäre sogar gewesen, wir hätten meine Familie zum Beispiel nicht besucht und wären dann bei seiner Familie geblieben. Auch über Nacht, also auch länger. Und dann hätten wir direkt das Auto abstellen können, in die Wohnung, in das Haus, wie auch immer laufen können. Und dann 10 Tage hätten wir da sein müssen, wenn wir keinen negativen Test bei uns gehabt hätten. Ich weiß aber auch nicht genau, wie sieht es dann mit den Leuten aus, die da in dem Haushalt wohnen. Ja, also es ist ein Teil seiner Familie, der dann dort wohnt, aber auch nicht alle. Also ich meine auch engere andere Verwandte ersten Grades und dann auch zweiten Grades, die dann nicht in dem Haushalt wohnen. Keine Ahnung, also ich glaube, keiner hätte zu diesem Haushalt kommen dürfen, also auch von außerhalb. Andere Freunde der Familie oder Verwandte noch oder pff. Wäre nicht gegangen, 10 Tage. Und könnt ihr euch vorstellen, 10 Tage, wie man sich dann auf den Keks geht. Wir sind hier schon die ganze Zeit in diesem Haushalt, also mein Freund und ich, praktisch gefangen, weil er nicht auf die Arbeit kann und alles online machen muss. Und ich ja keine Arbeit habe im Sinne von, ich muss irgendwo raus. Ich mache ja dann auch alles von daheim aus. Und dann dort nochmal und ja, ohne dass mein Freund Sport machen kann und so weiter. Ich glaube, das geht nicht gut. Und 10 Tage, also nicht mal einkaufen, du darfst nichts machen. Nicht mal im Supermarkt, das ist echt krass. Ja, und dann haben wir gesagt, das ist einfach richtig heftig und niemand darf uns dann auch besuchen, bis auf den 24., glaube ich, war es. Da hätte mal seine Schwester kommen können oder Tante oder sein Vater oder wie auch immer. Aber das ist so, wow, ein Haushalt hätte vielleicht noch kommen dürfen, der Rest wieder nicht und dann war es das auch. Und wenn wir einen negativen Test mitgenommen hätten, also den hätten hier machen lassen, oder auch tendenziell hätte man in Deutschland noch den irgendwie machen können, also wir wären rübergekommen, das wäre kein Problem. Selbst dann hast du mindestens 5 Tage Quarantäne und dann meldet sich das Gesundheitsamt bei einem und dann guckt man mal, wie es weitergeht. Also entweder sagen die, ja, du kannst jetzt springen, wohin du willst, oder du musst nochmal einen Test machen oder was auch immer denen sonst so Nettes einfällt. Und die haben halt deine Handynummer, die haben die Adresse, die dürften theoretisch jederzeit jemand vorbeischicken und das kontrollieren lassen im Haushalt, dass du wirklich da bist. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Handyortung oder sonst was in der Richtung, ob sie da noch was machen dürfen. Auf jeden Fall dürfen sie dich jederzeit abfragen und du solltest dann schon ehrlich sein, ne? Und ja, wenn man diese Einreisebestimmung nicht ausfüllt und über die Grenze geht, beziehungsweise in irgendeine Art Kontrolle kommt, kann ja irgendeine Polizeikontrolle auf der Autobahn oder sonst wo sein. Sagen wir es mal so, das wäre nicht so angenehm. Finanziell einmal ist das eine ziemlich hohe Summe. Also irgendwas um die 20.000 Euro habe ich mitbekommen. Und je nachdem kriegt man auch noch einen Eintrag ins Führungszeugnis und so Geschichten. Jetzt habe ich nicht mehr genug Sterne, jetzt muss ich schon 2 groß aufeinander quetschen. Ja, und einer bleibt übrig. Auch okay. Ja. Und das sind halt so Geschichten, die gar nicht gehen. Also das ist wirklich krass mit diesem extra Strafgeld, das man kriegt. Also es ist eine Straftat, die man dann begeht. Also wirklich der Knüller. Und ja, also es hätte sein können, dass sie uns an der Grenze rauspicken und einfach mal so random kontrollieren. Und wenn wir dann nicht diese digitale, die muss man auch digital machen, Einreisebestätigung, beziehungsweise, wie heißt das denn wieder, nicht Bestätigung, nicht Bestimmung, irgend sowas halt, ausfüllen, dass man halt alles angegeben hat und genau sagt, wann man sich wo befindet, dann hat man schon ein Problem oder wenn irgendwas anders gewesen wäre, das wäre krass, ja. Und auch dieses ganze, wer verpetzt wen in der Nachbarschaft Geschichten, das ist auch so eine nette Sache und theoretisch kann das jeder und immer passieren. Also wir hätten nicht mal ein paar Meter weiterlaufen dürfen zur Wohnung, zum Haus, seiner Schwester oder so. Herrlich, also wirklich. Haben wir uns sehr gefreut, was wir das erfahren haben. Ja, und deswegen haben wir uns dann letztendlich schweren Herzens dagegen entschieden, nach Deutschland zu fahren. Weil wir gesagt haben, wir sind dann nur in Quarantäne, das bringt gar nichts. Dann können wir wieder heim, dann ist Silvester sogar rum und dann können wir wieder heim. Wir dürfen gar nichts machen. Ich kann nicht in den DM einkaufen gehen oder so. Luxusproblemchen, ich weiß. Aber trotzdem, ich war jetzt dann ein halbes Jahr nicht mehr in Deutschland, habe schon ewig in meinem Handy so eine Liste, wo ich weiß, wenn ich nach Deutschland komme, muss ich das einkaufen, das, meine speziellen Flocken und alles, was ich haben will, Hirseflocken, welche Haferflocken ich so vertrage und das hier nicht kriege und so weiter. Wie gesagt, Luxusproblemchen. Trotzdem habe ich mich drauf gefreut und natürlich vor allem die Leute und dass wir mal rauskommen aus der Wohnung, mal einen anderen Umgang noch haben mit anderen Leuten und so weiter, also mit der Familie vor allem und dann geht das alles nicht.
Also meine Laune war 2 Tage richtig dahin. Und ja, ich weiß, andere trifft es in verschiedensten privaten Situationen oder beruflich noch viel, viel härter. Ich kriege Sachen mit von schwangeren Frauen, die je nach Krankenhaus, aber anscheinend wird das auch immer mehr so gehandhabt, dass die Väter nicht bei der Geburt dabei sein dürfen, beziehungsweise auch nicht, also die dürfen dann gar nicht besuchen kommen die ersten Tage bis zur Entlassung. Und solche Geschichten, wo ich mir denke, das darf nicht wahr sein. Also das dürfte man mir nicht erzählen, wenn ich schwanger wäre. Das war wirklich so, wow, okay, vorbei. Habe ich gar keinen Bock drauf. Also vielleicht bei der Geburt, je nachdem, manche mögen es, manche nicht, wer da dabei ist. Aber so bis zuletzt davor, also sobald es in den Kreißsaal geht, dürfen die nicht mehr mit oder so. Und müssen dann heim und dürfen ihr Kind nicht sehen tagelang und die Frau dazu. Und ich denke mir so, das ist echt ein Witz. Und andere Verwandte dann halt erst recht nicht, ne? Und das ist so, wow. Und da gibt es immer wieder so einzelne Sachen, die ich irgendwo mal mitkriege oder so. Und das ist einfach heftig, wie es abgeht gerade. Und jetzt habe ich gerade frisch heute mitgekriegt, irgendwas ist in England los, dass sie irgendwelche Flieger gecancelt haben, beziehungsweise alle, weil da irgendeine Mutation von dem ganzen Virus ist. Und jetzt geht es da high ab. Also, ja, also das ist dann wirklich so, ja. Es bedrückt mich schon, also für mich selber, für andere, was ich mitbekomme. Ich bin auch ein bisschen sensibel für sowas, aber das ist wirklich nicht schön. Und ich merke auch immer wieder, wie mich das einfach so mitnimmt. Ich versuche dann auch immer noch das Beste so draus zu machen und weiß ja auch, anderen geht es schlechter, je nachdem, ob das jetzt beruflich ist oder so. Da habe ich es ja richtig gut gerade getroffen. Da bin ich echt in einer Luxusposition, dass ich sagen muss, hey, ich muss nicht den ganzen Tag Maske tragen. Ich muss nicht irgendwohin extra. Das kann man jetzt vorteilhaft sehen. Das andere ist halt, ich bin ständig hier. Man hat gar keine Abtrennung zu, ich lerne jetzt hier was für Französisch die Zeit über. Ich mache jetzt hier was fürs Fernstudium. Ich verbringe Zeit mit meinem Freund, wenn er Zeit hat. Das ist alles immer so hier. Ja? Also wenn ich mal eine Stunde rausgehe zum Spazieren und dann nebenbei Podcast höre oder so, das ist ja schon mein Highlight des Tages. Oder mal einkaufen gehe irgendwie. Aber selbst das ist ja nicht jetzt was Wahnsinnserfüllendes, sondern je nachdem ist es ganz cool, dass ich mal was anderes mache. Aber es ist jetzt auch nicht so, ja, so richtig toll auf Dauer, weil es halt immer so ist. Ich probiere halt auch irgendwie nochmal Homeworkouts zu machen. Das habe ich eine Zeit lang wieder schleifen lassen. Dann habe ich jetzt so Stretching für mich entdeckt, so in die Richtung Yoga. Sieht zumindest sehr ähnlich aus. Ist auch mal ganz cool, vor allem wenn man da so ein bisschen Erfolge hat, was man länger durchhält, wo man gelenkiger wird und so. Das ist schon ganz cool, aber ja, erfüllt mich jetzt nicht von tiefstem Herzen aus. Ne? Also ich hätte echt wirklich sehr viel Freude gehabt, hätte ich Familie und Freunde sehen können, aber no chance. Und dann, das Witzige ist halt, wie geht's dann weiter? Wir haben dann überlegt, ja okay, dann machen wir es so, dass wir im Januar nachkommen, irgendwann Mitte, Ende Januar rum oder im schlechteren Falle dann halt im Februar. Aber wenn das jetzt noch richtig abgeht in anderen Ländern und dann noch mehr Regelungen gibt und noch mehr, nein, wir können noch nicht und sowas, dann wird das Ganze noch interessant. Ja, und wir haben noch mit ein paar Versicherungen hier zu kämpfen, die auch so Autoversicherung und sowas, was einfach nicht vorangeht, wo wir uns halt schon seit September drum kümmern und das auch so ein Ding ist. Und also Sachen, also ja. Aber wie gesagt, jeder hat so sein Päckchen zu tragen, jeder hat so seine Story, was sagt, oh, das ist jetzt noch unpassender gerade als eh schon. Ich finde es halt trotzdem schade, dass gerade die Stimmung so gedrückt ist und viele auch nicht nach Hause können, beziehungsweise nicht ihre Familie so ganz sehen können und so. Bei uns ist halt nochmal ein klein bisschen mehr, je nachdem, wie man sieht, aber ich war jetzt ein halbes Jahr nicht daheim. Mein Freund war ein Dreivierteljahr, er war früher, war im März schon hier, war nicht daheim. Und das ist halt so, uff, Limit! Wir probieren dann halt an Weihnachten mit Calls das Ganze irgendwie so ein bisschen über Wasser zu halten. Dass wir halt meine und seine Familie so immer mal wieder ein bisschen anrufen oder gewisse Zeiten einrichten. Das ist auch immer ja, ein bisschen schwierig. Man muss gucken, wie passt es wem und so. Ja, und klappt das dann? In der Regel klappt es. Also wir machen ab und zu schon mal irgendwelche Calls mit Freunden und so. Das ist eigentlich ganz cool, es macht echt Spaß, dann so den anderen auch zu sehen und sich so zu verabreden. Muss ich bei vielen anderen auch nochmal häufiger machen. Aber das ist immer so, oh, Glücksgefühl, das ist immer ganz schön. Ja, aber so ist halt momentan die Lage.
Ah, ich bin gespannt, was das jetzt noch im Ausland gibt für irgendeine Mutation oder so einen Spaß. Was sie da angeblich wieder rausfinden. Ja. Jetzt habe ich hier die ganzen Plätzchen, auf die ich so stolz bin, aber ich wollte die halt verschenken und ich habe die dann auch zum Großteil erst gemacht, nachdem ich wusste oder feststand, wir fahren nicht. Aber ich will halt so gern, oh, ich wollte halt irgendwie was ja, mitbringen und so. Und ich weiß halt, hier in Frankreich, also ich finde nichts, was ich so als mega tolles Geschenkchen mitbringen könnte, obwohl ich sehr auf diese maronen Dinger stehe, muss ich schon sagen, also die sie auch selber ins Glas machen. Und dann schmeckt es so leicht zuckrig, ist aber gar kein Zucker drin. Ist voll freaky, wie das funktioniert. Aber schmeckt so lecker. Und das sind nicht die, die man so am Stand kaufen kann, diese gebrannten Maronen. Das ist es nicht, aber es geht so in die Richtung. Es sind Maronen, aber die sind so richtig weich und halt kühl. Und es schmeckt voll lecker. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich das mitbringe. Aber ja, ansonsten gibt es ja auch den gleichen Kram wie überall, bis auf so ein paar Sachen. Aber die sind ja nicht vegan oder sowas von ungesund, dass man halt denkt, wow. Ja, also immer so ein bisschen hin und her. Und deswegen dachte ich, Plätzchen wären voll gut. Und ich habe so leckere gemacht, Leute. Ich habe richtige Highlights. Also generell finde ich die richtig gut. Ich habe sie nochmal extra ein bisschen abgewandt, weil ich halt abgewandelt. Weil ich halt Haferflocken nicht so gut vertrage. Und bei vielen ist halt außer Mandel und Haselnüsse noch Haferflocken drin. Es riecht schon gut. Man sieht es gar nicht so sehr. Und deswegen habe ich dann Hirsemehl mit reingemacht. Und dann war aber die Konsistenz noch weicher. Wie bei Haferflocken. Deswegen, ich musste dann gucken, wie ich es mache. Oh, die sind lecker. Da habe ich jetzt so eine Kreation. Ich weiß nicht. Es ist kein Bounty in dem Sinne. Und auch keine Kokosmakrone. Aber irgend so eine Mischung aus beidem. Und das ist auch richtig lecker. Das kriegt man richtig gesund hin mit Kokosjoghurt. Habe ich das gemacht. Und vor allem Kokosflocken natürlich. Moment. Ist schon weich. Nicht mit Schoko verschmieren. Sie ist gar nicht. Und da sind Kokosflocken drin. Und sie sind ein bisschen dunkler, weil ich Dattelzucker rein habe. Damit sie halt gesüßt werden. Jetzt sind sie so leicht beigefarben, also da müssen wir nochmal gucken, aber an sich ist das auch nicht schlimm. Man ist halt nur gewohnt, dass das ganz weiß ist. Und mit so ein bisschen Kokosmus, was ich jetzt noch hatte, und ein bisschen Kokosjoghurt vor allem und dann kalt gestellt, also Tiefkühler und dann mit Schoko drumrum. Ist so lecker. Das müssen wir aber woanders hinlegen. Danach das immer, wenn man dann so ein bisschen schokomäßige Finger hat. Lecker. Ja, und dann einfach dunkle Schoko nehmen. Und das ist so, so lecker. Und ich habe mir halt so Mühe gegeben, aber ich wollte halt unbedingt trotzdem Plätzchen haben, weil das einfach für mich zur Weihnachtszeit dazugehört. Oder hier, guckt euch das mal an. Jetzt ist er sogar abgefallen. Er ist so weich. Das ist ein Tannenbaum. Okay, du bist dann auch noch nachher gegessen. So, der hält. So ein süßer kleiner Tannenbaum, aber es hätte unten ein bisschen dicker sein können von der Form. Einfach so ein bisschen so Zuckerguss, wo ich aber auch Mandelmus mit rein habe und es hält trotzdem, da hat es ein bisschen Bedenken, damit es nicht nur süßer Zuckerguss ist und damit so Sternchen drauf. Ich finde das mega, mega süß. Und so kann man halt alles in gesund machen. Das ist halt voll verrückt und eins meiner Highlights sind ja diese Lebkuchenplätzchen. Ich weiß nicht, Lebkuchen ist nicht so hier das französische Ding, aber ich muss sagen, ich gehe auch in der Süßigkeitenabteilung meistens gut vorbei. Aber hier habe ich zum Beispiel dann auch selber gemachte so Lebkuchen-Sternchen gemacht. Die sind halt auch so richtig, richtig zart. So ganz, ganz weich kann man die abknicken. Das Lebkuchengewürz da drin von Koro habe ich das. So gut. Und dann habe ich halt auch eine ganze Box wieder gemacht und so. Ja, für mich gehört das einfach dazu. Ich musste das machen. Habe es wieder dezent übertrieben mit Vanillekipferl und Zimtsterne. Ja. Nur dieser Zuckerguss. Wie gesagt, der ärgert mich noch ein bisschen, dass ich das nur mit Puderzucker und Wasser und wenn man will mit Zitronensaft hinkriege. Aber das ist so eine Sache. Ja, da möchte ich noch was anderes finden. Die sind so lecker. Ich ernähre mich jetzt nur noch vom Plätzchen, sage ich. Nein. Aber die Gefahr ist halt groß, wenn das immer so in der Reichweite steht. Und woanders kann ich sie halt nicht hintun. Weil wir nicht so wirklich Platz haben. Deswegen steht das alles so hier und ich muss das immer angucken. Ja, ich versuche es mit Bedacht zu essen. Wir haben ja noch eine Zeit lang Weihnachtszeit und ich esse das auch super gern danach. Und
Mal gucken, vielleicht halten auch noch ein paar so lange, dass ich die noch mitbringen kann. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich machen soll. Also wir gucken mal, was wir zu Weihnachten essen werden. Ich weiß schon, dass ich Tiramisu machen will. Weil mein Freund liebt Tiramisu und ich mache sonst super selten Tiramisu und das hat schon die letzten Male geklappt. Allerdings habe ich nicht genau die Produkte hier wie in Deutschland, um das so aufzuschlagen mit dieser Sahne. Aber es geht auch so Alpro-Vanille-Joghurt, das haben sie da. Deswegen, das funktioniert eigentlich auch. Ich bräuchte nur ungesüßten noch, das haben die eigentlich auch in der Regel. Muss ich mal gucken, vielleicht mixe ich die und so, dass man diese Schichten hinkriegt und den Teig, den man machen kann, für diese Zwischenschichten. Das geht eigentlich auch ganz gut. Das habe ich auch schon selber hinbekommen. Muss dann nur wieder normales Mehl kaufen. Muss ich mal gucken, ob ich das mit dem Hirsemehl besser hinkriege. Ja, also so ein paar Varianten gehen. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr jetzt eure Weihnachtszeit so verbringt, wie ihr das jetzt so geplant habt, soweit ihr das schreiben möchtet, ne? Ja, ansonsten gibt es jetzt auch nicht so mega viel zu zeigen. Ich muss gucken, dass ich noch ein bisschen was erledigt bekomme für die Fernuni. Ja, und muss mir überlegen, ob ich meine dritte Prüfung jetzt vor oder nach Weihnachten mache. Weil eigentlich bin ich jetzt rum im dritten Kapitel schon für den Dezember. Aber ich traue mich da noch nicht so, die Prüfung dann zu machen. Also diesen Test, diese 10 Fragen, die danach sind. Weil die manchmal so tricky sind. Letztes Mal habe ich eine verhauen praktisch, obwohl ich das Richtige wusste, aber die Frage falsch verstanden hatte. Und deswegen, das war dann so ein Moment, wie meinen Sie das? Und ich so, ah, okay, dann ist es das. Und dann war es doch nachher falsch. Und dann ich so, hä? Okay, warum? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und erzähle es meinem Freund. Er so, Moment, das heißt aber so und so. Ah, so Momente habe ich dann mal. Und das ist dann so ärgerlich, weil es nur eine Sache, aber trotzdem. Und sowas kann halt vorkommen, dass sie so ganz spezifisch was fragen, wo ich mir denke, warum? Warum denn das? Ich habe jetzt 1000 Sachen gelernt. Warum denn das? Wird jetzt abgefragt. Also ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich denke, oh, ärgerlich. Aber naja, ja. Und ansonsten ist gerade nicht viel los. Bin halt gerade wie immer hier. Und bin ein bisschen traurig, dass das Ganze nicht so funktioniert. Und wir hoffen, hoffen so sehr, dass wir Ende Januar da irgendwie rüberkommen können. Ja, dann wünsche ich euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Gestaltet sie so gut ihr könnt. Ich versuch's auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!